drück auf Start. Ich bin ne Mensch gewordene Rapmaschine, die ganze Umgebung komplett verformende Tellamine. Ich absolviere meine Psychokinese apathisch und fliege danach mit meiner Überschall-Aerodynamik. An meinem Körper hat alles die ideale Länge, nur Stimmenbänder, Musikanten, Knochen und Darmstrecke. Sie fragen, warum ich so abgemagert bin, das ist gar nicht schlimm, warte mal, das hat einen klaren Sinn. Ich hab mein Körperfett auf das Minimum reduziert, um meine ganze Energie in die Stimme zu investieren. Ich muss meine Organe im Inneren konservieren, um jede Muskelfaser ohne Bedingung zu kontrollieren. Ich bin so besessen vom Rappen, dass ich vergesse zu essen. Etliche Technikfinessen sind wie berechnete Flächen. Sieh auf die Uhr, das war wieder eine gute Zeit. 34 Sekunden, das war Schwierigkeitsstufe 1. Die Leute wollten deinen doofen Flow nicht mehr hören. Sie wollen die dicken Dinger des Diplom-Ingenieurs. Die Leute wollten deinen doofen Flow nicht mehr hören. Sie wollen die dicken Dinger des Diplom-Ingenieurs. Ich fahre nach oben, solange ich diese Prozesse nicht deaktiviere. Ich werde nie wieder stoppen, ich bin in der Lage, mich immer zu reanimieren. Ich bin der Roboter, Rapper, doch bitte bedenke, ich bin nicht wie jede Maschine. Ich werde nie wieder Fehler begehen, verzicht auf eine Systemanalyse. Keiner der anderen Rapper kann meine perfekten Texte determinieren. Viele der Hacker zerficken das Game, versuche sie zu elektrisieren. Was hat die unterentwickelte Szene gegen meine Raketenturbinen? Ich bin nur hier, um die Maschinerie zu evakuieren. Raus hier, denn ihr habt eh keinen Plan von diesem Niveau. Hier ist jeder Atemzug eine Edelgaskonfiguration. Von Semester zu Semester, immer besser bring mir Rapper, gute Rapper, um die Rapper zu zerschmettern. Aus dem Weg, ich reiße eure Ärsche auf und zerstöre das Biss. Errichte es neu, als ob es das Bauingenieurwesen ist. Ich glaube, ich gehöre hier mit diesem IQ nicht rein. Aber nein, das war gerade mal Schwierigkeitsstufe 2. Die Leute